Hi und herzlich willkommen zu Pound Attack. Ich bin hier im wunderschönen Portugal und wie du siehst hier hinter mir, gehe ich gerade in den Dünen spazieren. Ich liebe das Meer, aber noch mehr als das Meer liebe ich eigentlich so die Landschaft hinten dran, denn es ist so herrlich still hier und gerade um die Jahreszeit ist, wir haben es noch richtig schön warm, es sind immer noch 6, 27 Grad. Und es ist einfach total nett hier, weil es so ruhig ist und weil man so richtig zu sich kommen kann und Zeit hat, über Dinge nachzudenken und so ein bisschen abzuschalten. Und dabei ist mir eingefallen, dass ich vor kurzem eine Nachricht bekommen habe mit einer Frage von einem Mädel, die wie die meisten E-Mails, die ich bekomme, sehr gerne abnehmen würde, sehr gerne ein bisschen fitter wäre, eigentlich nicht so richtig zufrieden ist mit ihrem Körper. Und aber gleichzeitig geschrieben hat, Mensch, ich versuche das alles umzusetzen, aber ich habe keine Zeit für Sport und ich habe keine Zeit, meine Ernährung umzustellen, weil ich studiere und ich wohne in einer WG und wir kochen zusammen und es ist einfach schwierig für mich, das alles umzusetzen. Und sie wirkte so richtig gestresst und hatte aber auch nur 5 Kilo, die sie gerne loswerden wollte. Also war jetzt gar nicht groß übergewichtig. Nur halt so die 5 Kilo kennen die meisten, die halt irgendwie so hartnäckig auf den Hüften kleben bleiben. Und mir ist dabei ganz bewusst geworden, wie wichtig auch noch eine dritte Sache ist. Natürlich ist es wichtig, was du isst. Natürlich ist es extrem wichtig, dass du trainierst. Aber es ist vor allem auch wichtig, was du für eine Einstellung hast. Denn wenn deine Einstellung nicht stimmt, wenn dein Mindset nicht stimmt, dann wirst du dein Ziel nicht erreichen. Und das gilt für jedes Ziel, aber es gilt natürlich auch für dein Fitnessziel. Und du musst es einfach schaffen, dich wirklich mal zurückzuziehen. Muss nicht unbedingt hier in den Dünen sein, also kann natürlich auch in einem anderen ruhigen Platz sein und dir darüber bewusst zu werden, was du eigentlich möchtest und was deine Prioritäten sind. Denn wir versuchen oft so viel in den Alltag irgendwie reinzuquetschen, dass wir dann am Ende wirklich so totalen Information Overload haben, viel zu viele Infos und dann gestresst sind, was natürlich auch körperlich richtig schlecht ist, weil es dich krank macht, weil es dich beim Abnehmen hindert, weil es immer mehr Cortisol ausschüttet, das ist für die Fettverbrennung auch nicht gerade förderlich. Deshalb ist es so wichtig, dass bevor du irgendwas anfängst, egal ob das mein Programm ist oder irgendwas anderes, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, am besten täglich, dir darüber bewusst wirst, was willst du eigentlich, zur Ruhe kommst, einfach mal auf Deutsch gesagt die Klappe hältst, also nicht immer nur redest oder dich beschallen lässt, sondern ein paar Minuten wirklich nur für dich in der Stille hast, dir darüber bewusst wirst, was du eigentlich möchtest und dann die Sachen umsetzt. Und das macht so einen riesigen Unterschied. Also es macht wirklich einen gigantischen Unterschied, mit welcher Einstellung, mit welchem Mindset du an eine Ernährungsumstellung oder an ein Fitnessprogramm rangehst. Das sind meine Gedanken dazu, also wirklich mal versuchen, ein paar Minuten freizuschaufeln. Nicht denken, wie ich das früher immer gemacht habe, ah, das brauche ich nicht, weil in der Zeit könnte ich ja auch schon trainieren oder könnte schon einkaufen gewesen sein. Man packt da irgendwie die ganze Geschichte von der falschen Seite an, denn diese paar Minuten, die du dir da gönnst, werden dir es im Endeffekt so viel leichter machen, dass du dein Ziel schneller erreichst, statt langsamer, wovon man anfangs vielleicht ausgeht. Ich gehe jetzt hier weiter spazieren. Mein Hund ist irgendwo hinter mir. Hier siehst du ihn. Die chillt schon und wartet, dass es endlich weitergeht. Und lass mir doch einfach ein Gefällt mir da, abonniere meinen Kanal und ich freue mich sehr darauf, dein Feedback zu erhalten. Hinterlass mir einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.